Fun Mountain in Obergurgl, Hochgurgl beinhaltet mehrere Anlagen. Das sind einmal mehrere Teile Fun Slope, dann haben wir einen Family Park, Fun Cross und einen Snowpark. Fun Slope, das sind eher so Steilkurven, ist ein bisschen was Gemütlicheres. Da haben wir Schnecken drinnen, unterschiedliche Elemente, zum Beispiel auch ein Xylophon. Das ist einfach eher was Spielerisches. Die Fun Cross im Gegenzug ist schon ein bisschen schneller, also da geht es ein bisschen mehr zur Sache. Ist aber auch sehr gut für Familien und Kinder geeignet. Und beim Family Park und beim Snowpark, da geht es dann schon eher ins Freestyle. Also der Family Park hat ein bisschen kleinere Kicker und Rails zum Einsteigen, eher für die Kinder geeignet. Und der Snowpark, der ist dann sozusagen eine Medium Line. Das ist dann schon was Anspruchsvolleres, wo man wirklich, wenn man die ersten Gehversuche sozusagen im Family Park gemacht hat, sich dann dort in den Snowpark heranwagen kann. Also unser Fun Mountain, der 7 Anlagen beinhaltet, da bemühen wir uns natürlich auch, dass wir mehrere Events da veranstalten. Das sind einerseits der PhotoQuest, dann haben wir einen Kids Coaching Day, eine Girls Thread Session und jetzt dann kommt noch das Fun Cross Race und am Ende der Saison findet dann noch das Q-Parks Tourfinale im Snowpark statt. Teilweise werden unsere Anlagen von unserem eigenen Personal hergerichtet und präpariert. Und in Obergurgl haben wir da eine 6-köpfige Girls-Crew, die den Fun Mountain zum Glänzen bringen. Also unsere Girls, das haben wir schon herausgefunden, dass die Mädels da einfach ein besonderes Augenmerk darauf legen, dass die Anlagen wirklich bestens präpariert sind. Und da gilt ihnen ein großer Dank. Unsere Gäste fahren sehr gerne in die verschiedenen Anlagen und es ist eigentlich immer schön zu sehen, dass sie die Abwechslung sehr schätzen. Wir haben festgestellt, dass unsere Gäste zusätzlich zu den normalen Pisten einfach gern ein Zusatzangebot haben und das findet super Anklang und wir wollten einfach ein Alternativprogramm und zusätzlich was da in den Schnee zaubern.